Willkommen zurück zu Lonely, Episode 1, der Abstieg. In den letzten Parts ist einiges passiert. Wir haben mehr über Tims Vergangenheit herausgefunden, unter anderem, dass er eine Tochter hat und dass alles voller Blut ist und böse Schmetterlinge. Ja. Dem werden wir uns allerdings später widmen. Und wir haben... Wir haben sozusagen so eine Art Fetch-Quest erledigt. Genau. Wir haben ein paar Gegenstände erfolgreich hin und her getauscht und dem möchten wir uns jetzt erstmal noch weiter widmen. Wir werden erstmal ein bisschen Öl vor dieser Tür hier verstreuen, oder müssen wir das überhaupt noch machen? Das haben wir schon gemacht. Alles klar. Haben wir die Ölflasche bereits wieder nachgeladen? Was ist denn hier passiert? Es ist ganz schön kalt hier. Ich sollte mich in diesem Raum nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Ich gucke jetzt gerade nochmal kurz nach. Okay, ja, wir haben nach wie vor Diesel in der Flasche, das ist gut. Und jetzt möchte ich natürlich erstmal die Gelegenheit nutzen, um eine Todesszene zu zeigen. Mist. Ich sollte aufpassen, denn das Kühlsystem vor mir hat ein Leck. Das austretende Gas könnte mich in Sekunden zu Eis erstarren lassen. Na klar, los! Ach man, warum muss ausgerechnet jetzt ein Bug kommen? Ja, okay, den hat man ja, getestet, das kam da aber nicht. Ja, der Bug ist einfach nur random. Den ignorieren wir jetzt an der Stelle auch. Okay. Ich meine, ansonsten wäre jetzt ein Game Over Screen gekommen. Aber ja, genau. Ob nun ein Game Over Screen oder ein Absturz, das läuft sowieso aufs selbe hinaus. Wir sind tot. Genau. Wir müssen erstmal wieder zurück zum Computer und die Lüftung ausschalten. Ja. Ja, wir hatten uns noch mal kurz ein bisschen umgesehen, damit wir wieder so grob wissen, in welche Richtung wir müssen. Ja, wir wollten jetzt einfach, während wir spielen, nicht zu viel rumsteuern. Das werden wir ohnehin noch machen. Ja, das kommt schon. Ach, ich muss sie ausschalten. Genau, musst ausschalten. Genau. Dann aus damit und noch mal rüber. Dann sollte da kein böses Gasleck sein. So, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Nein, 13. Was? Wir haben gleich 13. Das weißt du nur, weil wir das schon mal gespielt haben. Richtig. Ja, jetzt... Wir bekommen 3 Minuten extra Zeit, sobald wir rausgehen. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir irgendetwas Schönes machen können. Hm, ein Ausrufezeichen. Ein Gasleck, das wir stopfen könnten, vielleicht mit unserem Tape. Unseren Panzertape. Dann wollen wir mal sehen. Hm, sieht soweit ganz gut aus. Hoffentlich hält es, wenn ich das Kühl- und Belüftungssystem wieder anschmeiße. Dann wollen wir es direkt mal ausprobieren, oder? Ich denke auch, wir probieren das. Oh, man, liegt da was rum? Wir gehen nochmal zurück. Wir haben ja mehr als genug Zeit. Ich meine, 12 Minuten. In der Zeit könnten wir wahrscheinlich mehrere Leichen durch die Gegend schieben. Ja. Eine Eissäule. Hm, sie versperrt mir den Weg. Wir können uns da nicht vorbeischleuchen. Schleuchen, genau. Vielleicht helfen mir ein paar Hiebe mit dem Brecheisen. Dann versuch mal das Brecheisen. Das Eis ist zu dick. Es muss einen anderen Weg geben, es irgendwie aus dem Weg zu räumen. Hm. Ich bin im Streichholz. Ach, vielleicht Öl drüber. Ah, alles klar. Öl drüber kippen. Okay, auch nicht. Na gut. Okay. Wir gehen einfach erstmal zurück und schalten die Duft wieder an. Die Lüftung. Da vermisse ich ein bisschen das aus klassischen Point-and-Clicks, dieses Dö-dö, und dass er halt sagt, nein, das klappt so nicht. Naja, gut. Das Spiel sollte vielleicht nicht unbedingt zu witzig werden. Nein, das muss er ja nicht witzig sagen, sondern so ein Kopfschütteln. Kopfschütteln würde schon ausreichen. Irgendetwas, woran man sieht, dass es nicht funktioniert, außer natürlich, dass es einfach nicht funktioniert. Genau. Der Vorgang wurde abgebrochen. Ich denke mal, so ein Kopfschütteln, das wäre ja zum Beispiel eine Animation, denke ich mal, sowieso vorhanden ist, ne? Also was ich irgendwie interessant finde, dass diese komische Blondine hier die ganze Zeit ist. Was will die eigentlich von uns? Ja. Naja, also eigentlich ist das was Positives an der Blondine, was man einem will, aber... Aber nicht, wenn es eine Geisterblondine ist. Ja. Wobei... Selbst dann. Was ist denn hier passiert? Es ist ganz schön kalt hier. Ich sollte mich in diesem Raum nicht länger aufhalten, das ist unbedingt nötig. Das hat er doch gerade eben schon mal gesagt. Hat wohl jemand vergessen, einen Switch zu setzen? So. Okay, ja, dann... Und auch hier... Okay. Der switchlose Raum. Mhm. Vielleicht können wir es jetzt machen? Nein. Nee. Was ist denn hier oben? Ich weiß nicht. Irgendwie bekomme ich das ungute Gefühl nicht los, dass jemand in diesem Tank steckt. Warum? Wahrscheinlich, weil man hier die ganze Zeit so ein komisches Stöhnen im Hintergrund hört. Okay.
Doch das kann nicht sein. Niemand könnte in so einem Heizkessel überleben. Kommt drauf an. Ich denke auch, wenn er nicht unbedingt gefüllt ist, ne, dann... Wenn er nicht gefüllt ist, wenn er genug Nahrung hat und Luft bekommt. Ein Ofen, der mit dem Heizsystem verbunden zu sein scheint. Das Feuer darin ist komplett erloschen. Das sind zwei Knöpfe. Ein roter oder ein blauer Knopf, das ist ja genauso wie in der Matrix. Drück mal rot. Und da hören wir, wie Gas ausströmt. Können wir jetzt vielleicht ein Streichholz benutzen? Ja, klingt doch ganz gut und machst bei anderen auch noch. Dann machst du jetzt hier aber blau. Okay. Nichts passiert. Also ja, rot gut, scheint an zu sein und blau aus. Ja. Und dann nochmal ein Streichholz benutzen. Minus eins. Sind wir jetzt tot? Nein. Wir sind stuck in einem Wait-Befehl. Okay. Erhitzen wir jetzt den Raum und machen das Eis weg? Das wäre praktisch. Okay. Ich glaube, hier passiert irgendwas. Die Hitze muss ja gigantisch sein von diesem Ofen. Wir können auf jeden Fall hin und bekommen irgendetwas einmal. Auf dem Schrank befindet sich ein roter Handabdruck. Sicherlich wieder Blut. Perfekt, das Tape scheint das Leck gut abzudichten. Der Müll hier ist komplett aufgeweicht. Hier liegt noch was, oder? Nee, oder? Hier ist doch irgendwas, oder? Ich denke auch, dass da was ist, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie können wir nicht damit interagieren. Gut, dann scheint da nichts zu sein. Ich dachte jetzt schon, ich wäre im Gift gelaufen. Die Taschenlampe. Dieser wichtige Gegenstand ist äußerst nützlich, um sich an sehr dunklen Orten zurechtzufinden. Ach, da wissen wir schon wo. So wie Dinge zu erkennen, die in der Finsternis verborgen liegen. Es gibt zwei Orte, wo wir die benutzen können. Tim benutzt die Taschenlampe selbstständig, wenn die Situation es erfordert. Um sie problemlos einsetzen zu können, braucht man Batterien. Dann sind das da oben wahrscheinlich Batterien. Die überall in der Umgebung verstreut liegen. Da sie jedoch ziemlich selten sind, sollte ein Gebrauch mit der Taschenlampe wohl überlegt sein. Interessant. Okay. Dann nehmen wir mal das hier oben mit. Ja. Nee, das scheint irgendwie nicht zu sein. Aber es sieht für mich aus wie eine Batterie. Es sieht aus, als wäre da was, aber es scheint nicht zu sein. Wir haben eine Batterie aktuell. Wahrscheinlich haben wir... Stand das gerade eben da? Ja. Ah, da hinten. Ah, wahrscheinlich können wir nur eine gleichzeitig aufnehmen. Vielleicht. Willst du nicht nochmal zu den Tank gehen? Doch, aber ich will vorher... Wow, guck mal, wie viel wärmer es plötzlich geworden ist. Siehst du das? Ja, es flackert noch mehr rum. Krass, ey. Jetzt bin ich natürlich in den falschen Raum reingegangen. Ich wollte ja eigentlich speichern. Okay. Der Horror. Mal gucken, ob es funktioniert. Denkst du einfach jetzt wirklich, dass das Spiel schon wieder abstürzt, Steve? Speichern ist für mich immer die größte Gefahr. Aber doch schon lange nicht mehr. Gut. Ja, dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal in dem Kessel nach. Vielleicht haben wir da ein Monster drin. Ja, aber was muss denn in dem Kessel sein? Also ich tippe aktuell auf ein Monster. Oder die Frau von John Stratford. Ist ja auch eine Möglichkeit. Okay, hier oben kann ich scheinbar nicht mehr mit interagieren. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt das Belüftungssystem wieder ausschalten? Aus irgendeinem Grund lässt sich die Tonne nicht bewegen. Dieses Ding scheint ein Teil des Heizsystems zu sein. Ich glaube, hier kann man nicht mehr so viel mehr machen. Nee. Was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal den Raum das Heizungssystem abändern? Du meinst es wieder ausschalten? Genau. In dem Lag. Ach, das Belüftungssystem, meinst du das? Ja, ja, genau. Wenn wir das Belüftungssystem ausschalten, dann müsste ja theoretisch aufhören, die Wärme sich hier so überall zu verteilen, ne? Wir probieren es mal kurz aus. So. Warte, wir müssen aber erstmal warten, so ausschalten. Ist bereits deaktiviert. Was? Hä? Hey. Das kann nicht sein, weil der lüftet es doch an. Ich verstehe es auch nicht. Das okay. Ich müsste hier fertig sein, was? Warum? Okay. Es war ausgeschaltet. Aber wir haben es doch wieder eingeschaltet. Es war eingeschaltet. Guck mal, der Lüfter, da hat doch gewesen. Sonst hätte der Lüfter nicht angewiesen sein. Das ist komisch, aber wahrscheinlich ist es nur ein Bug. Vielleicht ist das Flimmern jetzt wieder weg. Nee. Nee, das ist seltsam. Na gut. Das ist gerade in der Tat seltsam. Na gut. Ja. Dann gehen wir jetzt nach oben rechts zu diesem Raum.
der dunkel ist? Ja, genau. Mit dem Glitchfass. Ja, genau der Raum. Wäre zumindest das nächste logische, oder? Dass wir uns das mal anschauen. Hier fühlen wir uns jetzt auch nicht stärker. Ja, wir gehen da erstmal nochmal wieder hin. Und hier ist doch der andere Raum direkt. Da können wir doch direkt bei dem anfangen. Okay, es sehen wir mal halt nur eine Batterie. Na, ich denke, wir brauchen pro Raum eine Batterie. Naja, ist schon okay. So, Taschenlampe einschalten, ja. Oh, wir haben sogar, glaube ich, wieder Verstand verloren, dadurch, dass wir in diesen Raum reingegangen sind. Das hat zu lange der gewartet. Klemmt, der geht nicht auf. Unter dem Schrank befinden sich da auch der Schleifspuren. Sieht so aus, als ob etwas Schweres hier hin und her geschoben wurde. Okay. Ich habe in dem Raum irgendwie trotzdem noch Angst. Ich hätte das jetzt... Was ist das denn? Oh. Das ist gerade Gift? Das war so ein ich lila... Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie Lebenspunkte verloren, glaube ich. Ja, du hast ein lila Symbol auf einmal gehabt. An der Wand klebt so schwarzes Zeug, sieht wie Teer aus. Oh, man erkennt so viel. Ja, man erkennt echt eine Menge, aber... Was? Das ist eine Tür. Der Schrank geht nicht auf. Als ob dieser Handabdruck mich daran hindern würde, ihn zu öffnen. Okay. Im Regal liegt nur Staub. Was ist das schon was wieder? Was zum Teufel ist das denn? Es starrt mich direkt an. Ich drehe langsam durch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung, irgendein Monster. In dem Karton liegen tote Fliegen und Haare. Findet man hier auch noch irgendwas, oder? Ich hoffe doch. Ich habe gerade keine Ahnung. Kannst du denen so ein Fass in die Fresse schieben? Ich kann es mal probieren. Gucken, vielleicht steht hier eins in einer guten Position. Okay. Dieses Lila-Symbol, für was steht denn das? Das wurde uns noch nicht erklärt, oder? Das Lila-Symbol. Das ist ja kein Gift, oder? Hier hinten ist aber irgendwas, was uns am Weiterkommen hindert, so wie es aussieht, oder? So genau verstehe ich es auf jeden Fall auch noch nicht. Zumindest haben wir nämlich, weil jetzt haben wir ja die Batterie halt verbraucht, ne? Die Frage ist, kann ich das überhaupt hier runterziehen? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Nee, scheinbar nicht. Das ist halt nur so eine Idee, weil ich meine, so. Das hier kann ich irgendwie gar nicht verschieben. Weil auch müssen wir es auch in den Raum machen können. Warum war jetzt so früh hier? Ein Arbeitsschutzhelm, der sieht demoliert aus. Die Spinde sind alle zu Bolt und gezogen. Ja. Warum kriegen wir von da Schaden und warum kann man da nicht weitergehen? Ich hab auch absolut keine Ahnung. Also dieser Raum ist für mich jetzt... Ja, hier klebt überall schwarzes Zeug und wir können nicht weitergehen und wir verlieren durch Lebenspunkte, wenn wir damit interagieren. Okay, also hier scheint es auf jeden Fall noch nicht weiterzugehen. Zu leben ist nämlich, als ich jetzt für laden und. Ja, wir laden einfach mal den alten Spielstand. Ist schon okay. Genau. Außerdem haben wir hier den Computer noch nicht wieder ausgeschaltet. Also ich meine, wieder eingeschaltet. Also ich meine, egal. Ja. Wir lassen einfach mal alles so, wie es ist. Der Computer hat gerade einen seltsamen Zustand. Okay, interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man die Räume jetzt in beliebiger Reihenfolge machen kann und dort irgendwie einfach noch mal ein paar Informationen findet. Aber ja, ist das vielleicht derselbe Raum? Das sind nicht zwei Räume, das ist einfach nur ein Raum. Nur was man jetzt von der anderen Seite dann betreten. Genau. Nee, guck mal, das ergibt gar keinen Sinn, weil guck mal, der ist doch viel drüber. Guck mal, der Raum war unten gewesen, der ist drüber. Das geht gar nicht. Als ob das in einem Maker-Spiel jemals was gießen hätte. Das sollte schon berücksichtigt werden. Ja, warte mal. So. Ja, und? Da war auch wieder was, was uns Schaden. Ja. Was macht uns da Schaden? Ich erkenn's nicht. Jetzt konnte ich auf jeden Fall weiterlaufen. Da ist halt ein Mensch rumgeglitscht oder so. Siehst du, was rumglitschen ich nicht? Ja, ich hatte gerade einen Menschen gesehen. Hast du sie dort? Ja. Durch die Feuchtigkeit hier ist der Müll zu einem einzigen stinkenden Brei geworden. Schön. Ich hätte es auch bei der Anstelle durchgehen können. Das ist derselbe Raum, Steve, oder? Ist hier unten nicht...
Nee. Achtung, die Hauptventile in diesem Bereich dürfen weder angefasst noch geöffnet werden. Das Ablassen der Wasserdämpfe bildet heiße und feuchte Luft, die Schimmelbildung und sogar Zerstörung der Betonwände zur Folge haben könnte. Das erklärt, warum es hier so stickig und feucht ist. Irgendjemand muss diese Ventile alle aufgedreht haben. Wenn ich sie wieder schließe, so müsste der Dampf verschwinden. Nehme ich zumindest an. Okay, jetzt darfst du also an den Ventilen drehen. Das ist ein anderer Raum. Das ist auf jeden Fall ein anderer Raum, ja. Das hätte wirklich keinen Sinn ergeben. Da hast du das Ausrufezeichen nicht gesehen? Dort? Ach, hier. So. Dieses Ventil vielleicht. Genau, haben wir schon mal eins gemacht. Kein Wunder, dass es hier so dunkel ist. Die Feuchtigkeit muss einen Großteil der Elektronik zerstört haben. Ich finde es cool, dass er dabei jetzt keine Angst hat, obwohl es hier so... Was ist das denn? Ah, hier? Da tritt Gas aus. Ah. Da tritt Gas aus. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Ja. Oh Mann, ey, das hat ganz schön gedauert. Aber es ist ja auch ziemlich dunkel, ne? Richtig, man sieht halt nichts. Und dabei haben wir schon eine Taschenlampe. Achso, ja, hier ist wieder Gas, das austritt. Genau. Geht's hier oben irgendwo weiter? Es muss ja irgendwo noch ein Ventil drin sein. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, genau. Warten. Ja, ja. Das ist wie in so einem Jump'n'Run. Okay. Wie lange ist das Gas da? Einfach dauerhaft vielleicht? Oder ist was, oder? Dahinter dann. Ich glaube, da kommen wir hin, wenn wir alle anderen Sachen abgedreht haben. Hier ist auf jeden Fall irgendetwas. Ein knochiges Gestrüpp hat sich um die Gittertür gewickelt. Um sie aufzubekommen, müsste ich sie irgendwie entfernen können. Knochiges Gestrüpp. Vielleicht mit der Schere? Schere. Nutz mal die Schere. Das ergibt keinen Sinn. Okay, na gut. Dann erstmal nicht. Lob, er hat gesagt, er gibt keinen Sinn. Möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Ja, klar, was anderes ist dir gerade nicht eingefallen. Hat ich wieder was gesagt? Nein, das ist wirklich gut. Okay, oben scheint es auf jeden Fall erstmal noch nicht weiterzugehen. Genau. Genau zum falschen Zeitpunkt reingelaufen, aber ist egal. Gut. Wir haben immer noch über die Hälfte unserer Trefferpunkte. Okay, leck mich. Jetzt haben wir nicht mal über die Hälfte der Trefferpunkte. Ja, jetzt haben wir genau die Hälfte. Die Sache ist halt nur, wie zum Teufel soll man hier weiterkommen? Vielleicht mit Rennen? Okay, nein. Nein. So lange dagegen rennen, bis du tot durchfällst. Wäre eine gute Idee. Ich frage mich, ob da jetzt noch mehr Ventile hier sind. Hier scheint es irgendwie auch noch. Oder ja, ich weiß auch nicht so. Hier ist doch, oder ne? Ja doch, versuchen wir nochmal. Vorsicht, heißer Wasserdampf. Es drohen Verbrennungen, Überhitzung des Körpers. Draußen bleiben. Wie sah das andere Ventil aus? Ich meine, das sieht ja aus wie ein Ventil. Ich okay, nee, das ist einfach nur die Druck. Die Sache ist, dann müssen wir halt wieder ein Ausrufezeichen sehen, ne? In der Theorie, ja. Ist gleich tot. Ja, ja, das ist nicht weiter tragisch. Ich lade notfalls in den Spielstand. Ja. Vorteil ist, wir können uns zur Not draußen heilen, ne? Okay, hier geht's irgendwie auch... Guck mal, da unten links ist ja noch irgendwas. Ja, ich weiß, aber ich komme da nicht hin. Da rechts in den Raum kommen wir ja auch nicht rein. Unzählige Maden. Nehmen. Wird seltsam. So wirklich weiß ich hier auf jeden Fall gerade nicht weiter. Das war gut. Ja, wir wurden jetzt irgendwie nicht davon getroffen. Guck mal, das ist irgendwie so wirklich. Okay, hier unten ist. Ja. Hier unten ist auch wieder Gas, das nicht weggeht. Ja, das sind zwei Stellen, wo es einfach gar nicht weggeht. Das Problem ist, normalerweise würde ich sagen, wir müssen hier vielleicht irgendwie wieder ausschalten. Wobei, wenn es ausgeschaltet ist, wird er sich ja nicht so weit wegbewegen, oder? Genau. Außer hat er gesagt, er ist fertig. Er macht ja nichts mehr mit dem Computer. Ja, stimmt. Ich glaube, wir können es gar nicht mehr ausschalten, ne? Ja, wenn er fertig ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd.
Kommen jetzt in beiden Räumen nicht weiter. Wohl doch, du kannst noch mal in den. Du kannst in den ersten Raum noch mal reingehen. Und an der da einfach versuchen mal durchzukommen. Wenn wir jetzt wissen, dass das nur Dampf ist. Naja, das ist ja ein anderer Raum. Ich glaube nicht, dass das in den anderen Räumen auch nur Dampf ist. Stimmt auch wieder. Genau, er sagt, das ist bereits deaktiviert. Naja gut, dann lassen wir es einfach mal deaktiviert. Vielleicht müssen wir es wieder einschalten. Vielleicht ist das Spiel ansonsten irgendwie verpackt oder so. Es wirkt gerade seltsam. Wir schalten die Belüftung einfach nochmal wieder an. Naja. So, jetzt ist sie eingeschaltet. Und jetzt wird er sagen, dass er fertig ist, ne? Ja, wenn ich jetzt nochmal anklicke, dann sagt er, dass er fertig ist. Ja. Okay. Also mit dem Raum sind wir auch auf jeden Fall durch. Also es gibt jetzt nicht mehr so viele Räume, wo es weitergehen kann, ne? Ich meine, guck mal, es gibt jetzt noch hier rechts oben, ne? Ja. Bei den Puppen oder bei diesen Dingen, wo man halt noch irgendwas einsetzen muss, irgendeine Rundung. Und dann eben noch oben links, ne? Ja. Aber ansonsten... Die beiden Räume. Und ich hoffe, unten rechts ging es, glaube ich, auch noch nicht weiter, oder? Unten links ging es noch nicht weiter. Unten rechts sind wir fertig, da war der links, Penner. Unten links meine ich, unten links, sorry. Genau, unten links ging es auch nicht. Da können wir mit der Schere mal probieren, durchzukommen. Und ansonsten könnten wir höchstens noch mal die... Unten links die mit beiden der dunklen Räume. Ansonsten haben wir doch alles, oder? Mhm. Hm. Unten links Schere. Hier sind das ja nicht zum Beispiel Batterien. Nee, das ist einfach nur Müll. Ja, wir gehen ja einfach mal nach unten links. Vielleicht können wir da irgendwie noch irgendwas machen, um weiterzukommen. Ja, da mit der Schere mal probieren, das aufzubekommen, die Tür. Die haben doch auch nicht aufbekommen, weil doch dort Haare oder sowas davor waren. Meinst du oben links oder unten links? Unten links. Okay. Wir schauen einfach mal hin, vielleicht finden wir dort irgendwie noch einen weiteren Hinweis. Das andere würde mir jetzt auch nicht einfallen. Ach, hier ist auch ein knochiges Gestrüpp. Genau. Das heißt also, das muss dasselbe sein wie da drüben, ne? Ja. Okay, das wird er nicht verwenden. Und nicht verwenden, genau. Schere. Das auch nicht. Ich, Feuerzeug will er ja auch nicht machen, ne? Das ist einfach abwackeln. Einfach Streichhölzer? Nee, das würde nicht funktionieren. Doch. Oder? Doch. Okay, also das knochige Gestrüpp wird man mit Streichhölzern los. Mhm. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier in dem Raum was finden. Oh, oh. Was haben wir da gerade gefunden? Geld oder so? Nee, ist doch kein Geld. Hier gibt's kein Geld. Dann Gegengift. Diese Blechtonne ist extrem schwer. Überall wurden die Buchstaben AJ eingeritzt. Was mag da wohl drin sein, dass ich sie kaum bewegen kann? Okay. AJ. Das sollte man uns vielleicht mal merken. Vielleicht spielt das noch eine Rolle. Das AJ. Wir haben auf jeden Fall noch was gefunden und hinten scheint da noch eine Tür zu sein, oder? Nee, ein Fenster. Ja. Boah, hast du da gesehen? Da scheint ein Mensch rum zu gammeln. Oh oh. So, da. Zieh mal da oben die Tonne 1 runter. Welche? Die obere? Die oben, rechts oben. Genau. Da hatte was gefunkelt gehabt. Okay, da ist scheinbar nichts. Wie? Da funkelt was? Mhm. Ach, das ist ein Ausrufezeichen. Öl. Gib das Öl mal rein. Hm. Hat er das benutzt? Ja. Nein. Sicher? Nicht? Okay. Was machst du? Okay. Hm, es muss diese komische Tonne da unten sein. Ja. Das Problem ist nur, dass das jetzt irgendwie ein Schieberätsel ist. Ah ja, alles klar. Was hast du gerade vor? Hier befindet sich ein Anschluss für ein Ventil oder ähnliches. Ein Ventil haben wir bisher noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Scheint wohl erst später irgendwie wichtig zu sein. Ja. Ist da rechts die Frau? Ja, ich sehe schon.
Wie soll ich da hinkommen? Ach, wir kommen ja gar nicht durch. Okay. Die Frage, ja, aber müssen wir doch eigentlich, oder? Wie sollen wir sonst da hinkommen? Ich weiß schon, wir müssen das Ventil einsetzen und dann kommt das Wasser da nicht mehr. Wir sind nicht Wasserscheu. Ja. Nimm das Zucker. Where is my head? Where are my clothes? Ja, wo ist ihr Kopf und wo sind ihre Klamotten? Das ist eine gute Frage. Guck mal, da ist wieder eine gewisse Blondine. Sicher? Guck mal, da rechts. Ist das nur wie eine blonde Frau? Okay, ich erkenne da nicht so wirklich eine Haarfarbe. Interessant. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein Ventil. Die Frage ist, wo genau wir dieses Ventil herbekommen. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit im rechten. Also ich meine, es gibt jetzt, genau, es gibt noch, nein, rechts oben können wir nichts einsetzen, das ist ja irgendwie diese zwei Vertiefungen. Nein, da war das Gestrüpp drin. Ach so, stimmt, aber in welchem von den beiden Räumen war das? In den rechten. Also der rechts oben war. Okay, genau. Dann würde ich einfach vorschlagen, gehen wir im nächsten Part nochmal dahin und schauen dann einfach nochmal dort, ob wir da vielleicht doch weiterkommen. Ja. Dann sage ich einfach mal, wir sind gespannt, wie es weitergeht und wir hoffen, ihr seid's auch. Bis zum nächsten Mal hier bei Lonely, Episode 1, der Abstieg. Tschö.